Name ist Thorsten Busse, ich arbeite mit Jugendlichen in einer Berufsorientierungsmaßnahme und habe gedacht, ich müsste noch irgendwas haben, noch so ein Tool, um denen noch mehr mit auf den Weg geben zu können, weil ich da so als Quereinsteiger reingekommen bin und für mich wollte, dass ich denen noch mehr helfen kann. Abgesehen davon habe ich gedacht, profitiert meine Tochter auch davon, die ist aber noch in der Grundschule, also ganz noch im Flow. Dachte ich, und jetzt habe ich gelernt, dass ich noch mehr machen könnte, speziell mit der Kleinen. Ja. Der IPE ist mir durch eine Facebook-Anzeige, tatsächlich ist der IPE zu mir gekommen. Und dann bin ich nicht mehr davon weggekommen. Dann zwar nochmal woanders geguckt, aber das war das Erste und das war für mich das, wo ich hin wollte. Du bist in einer Gruppe von Leuten, die alle das Gleiche wollen. Also es ist wie zu Hause. Die Zeit zwischen den Blöcken war jetzt so, wann geht es wieder los? Und es ist eigentlich schade, weil nach heute ist ja erstmal Ende, also beziehungsweise nach morgen. Ja. Die Methoden haben erstmal mich verändert. Und dadurch hat sich in meinem Umfeld viel verändert. Und ich glaube nicht, dass ich das war, sondern ich sehe das einfach nur noch anders. Also es hat sich zu Hause viel verändert, weil ich nicht mehr reagiere, wie ich das sonst getan habe. Also haben die Methoden bei mir schon gewirkt. Und ich glaube, dass in den 4 Wochen zwischen den Blöcken meine Schülergespräche anders gelaufen sind als vorher, ohne dass ich benennen kann, warum. Aber ich habe das Gefühl, es klappt besser. Ja, ich habe viel mit Lehrern zu tun und ich glaube, ich hätte keine Problemschüler, wenn alle Lehrer so arbeiten würden wie Daniel, weil er es ja wirklich schafft, einen von morgens bis zum Schluss für das Thema zu begeistern und man auch fast nicht müde wird. Also fast nicht. Also ich glaube, wer eine Neigung zu dem Thema hat oder wer oder andersrum nicht generell eine Abneigung hat, es gibt ja Leute, die sagen so, ey, hier Coaching, die würden ja auch nie eine Therapie machen, weil die sagen, naja, das ist Quatsch. Aber wer da offen ist für das Thema und auch weiß, es ist nicht schlimm, ein Problem zu haben und ich kann das bearbeiten, und das auch akzeptiert bei anderen, der kann mit Kinder- und Jugendcoaching nochmal was dazulernen und nochmal Methoden kennenlernen und dass es auch so einfach sein kann. Also es ist gar nicht, dass man 20 Wochen zu einer Therapiesitzung rennen muss, sondern das wirkt und es wirkt sofort. Also hätte ich vorher nicht geglaubt.